Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 8, Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums. Die Zahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums wurde soeben durch Beschluss zu Drucksache 2110 auf 9 festgesetzt. Daraus ergibt sich, dass 9 weitere Mitglieder des Präsidiums zu wählen sind. Hierzu liegt ein gemeinsamer Wahlvorschlag mit der Drucksache 2110 vor, in dem die weiteren Mitglieder des Präsidiums aufgeführt sind. Die Fraktion der SPD hat mir mitgeteilt, dass sie statt der Abgeordneten Lisa Gnadl Herrn Abgeordneten Stefan Grüger vorschlägt. Ich sehe noch mal zustimmendes Nicken. Nach § 3 Absatz 2 der Geschäftsordnung wählt der Landtag die weiteren Mitglieder des Präsidiums in getrennten Wahlgängen. Die Wahl kann geheim oder, wenn niemand widerspricht, durch Handzeichen erfolgen. Die Fraktionen haben vereinbart, diese Wahl offen durchzuführen. Ich frage trotzdem noch mal nach, ob der Wahl durch Handzeichen widersprochen wird. Das ist nicht der Fall. Die Fraktionen haben einvernehmlich vereinbart, dass diese Wahl, wie bei früheren konstituierenden Sitzungen auch, mit einem Wahlvorschlag erfolgt. Ich bitte daher nun um Ihr Handzeichen, wer dem Wahlvorschlag 2110 mit der eben erfolgten Änderung statt Frau Gnadl Herrn Grüger zu wählen, zustimmt. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Somit ist das einstimmig. Und ich stelle fest, dass die Abgeordneten Herr J. Michael Müller, CDU, Herr Hartmut Honka, CDU, Frau Sabine Bächle-Scholz, CDU, Herr Robert Lambrou, AfD, Herr Andreas Lichert, AfD, Herr Stefan Grüger, SPD, Herr Marius Weiß, SPD, Herr Jürgen Frömmrich, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Oliver Stürböck, Freie Demokraten, zu weiteren Mitgliedern des Präsidiums gewählt worden sind. Ich gehe davon aus, dass alle gewählten weiteren Mitglieder des Präsidiums die Wahl annehmen. Ich schaue jetzt mal in Richtung der Gewählten, sehe überall zustimmendes Nicken. Prima.